Jo Leute, und zurück bei Let's Play Max of Flight Simulator X. Mit Jonas und Stefan zusammen sind wir hier im Nordwesten von Amerika, also von USA, und wollen eine kleine Route fliegen, um ja einfach mal wieder ein bisschen zu fliegen. Ich habe meinen FMC schon aufgesetzt und mache jetzt mal schnell meinen Pushback. Ich stehe gerade, mein Flugzeug bewegt sich von Geisterhand, dabei hatte ich Vollgas drin. Ich hatte Parkbremse, ist nicht gut. Warte dann schon mal bei der Landebahn auf. Ach, da hinten stehst du. Welche Richtung? Komm einfach zu mir, wenn du auch über den 29. Weiß ich nicht, ich habe kein FMC, ich muss hinterher fliegen. Ja. So. Gut, dann muss ich jetzt mal wenden. Ach, hier. Oh Mann. Muss man erst den Wind-Doof-Sound ein bisschen hochschrauben. Ja, mach das. Das ist ja schon nett. Ah, schon besser. Ah, das ist zu laut, dann hört ihr nichts mehr. Das ist irgendwie total komisch. Mein FSX-Sound in Windows auf 1 oder. Ne, auf. Jetzt habe ich auf 3 gestellt. Boah, ich bin so lange kein FSX mehr geflogen, das soll nicht wahr sein. Tja. Aber die Drehung habe ich direkt akku. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich außerhalb des Livestreams mal den Airbus X fliege. Macht ja eigentlich gar keinen Unterschied, weil die meisten Leute, die hier beim Let's Play zuschauen, schauen auch die Livestreams, da bin ich ganz froh drum. Aber ja, nochmal einfach so, um es gesagt zu haben, Airbus X. Das Flugzeug, mit dem ich so langsam eine Hassliebe entwickelt habe. Kann nicht live streamen. Mein Bruder hat es mir verboten. Warum das denn? Der kann auch nicht mehr zocken. Huch. Ja, warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich bin schon auf der Startbahn. Warte mal, stopp mal. Wo muss ich jetzt hin? Stefan, stehst du schon überhaupt richtig? Ja, 29. Wenn du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Wuhu. Muss ich mal gucken. Komm mal nämlich Buche Taschenlampe. Naja, ich könnte jetzt rein theoretisch schon starten. Was ist denn die Cruising Altitude habe ich? 1,8. Ich bitte dich. 1,8. Ups. Wollen wir schnell was ändern? Ich muss mal mich gerade umschauen. Toll. Ja. So, meine Damen und Herren, wir sind richtig. Meine Damen und Herren, erblicken Sie noch einen letzten Blick auf wo auch immer wir uns gerade befinden. Und das ist Missoula. Wir fliegen nach Spokane. Meine Damen und Herren, schauen Sie noch einmal auf Missoula. Sie haben gleich noch einmal die Gelegenheit. Aber bitte schauen Sie jetzt auch noch einmal. Boah, Mann, dieses Runway-Gefahren, das geht mir auch um den Sack. Es ist das letzte Mal, dass Sie die Welt von hier oben sehen. Nee, von hier unten. Falsch, ja. Echt mal, ich bräuchte wirklich ein paar Groundshots für jeden Flughafen, aber das ist immer so kompliziert und nervig und hast du nicht gesehen. Der Drift King. Drift King. Tokyo Drift? Wo, wo, wo? Ja. Ups, Alter. Geht doch ein bisschen außer Kontrolle. Krieg nachher noch Stress mit der Flughafenverwaltung. Weißt du, was ich mit den Füßen die ganze Zeit mache? Links. Rechts. Ja, Stefan, dann gib mal Yumi, ne? Oder? Warte, ich sollte doch vorfliegen an wegen Route, oder? Aber Stefan hat auch die Stefan, Route. Hast du auch? Ja. Mir egal, musst du wissen. Nein, nee, dann kann er vorfliegen, kein Ding. Kein Ding für den King. Ja. Bin noch gut gelaunt, ich muss ab morgen wieder arbeiten. Oh. Also an alle Leute, ne? Ich darf zwar nicht so viel erzählen, aber Bandarbeit ist eine Scheißarbeit, nur so viel gesagt. Lernt anständig in der Schule, sitzt nicht früh vom PC. ich will aber Pro-Gamer werden. Wir sind die besten Vorbilder. Ja, irgendwie kriege ich es noch geschafft, irgendwie zumindest auf der Schulform zu sein. Ich ja, nicht. Das habe ich damals auch noch hingekriegt, aber. Aber ich habe gerade irgendwie Frame-Einbrüche. Als du klein warst. Weil genau wenn Stefan aus dem Bild ist, dann gehen meine Frames wieder hoch. Ja, ich bin halt der Bildfresser. Was bist du eigentlich? MDG.
Ah, okay. Das ist sold. Standard. Ja, Jonas, dann hau mal ab, ne? Au revoir, mesdames et messieurs. Ich sollte mich erstmal gerade stellen. Oh, nein! Ja, das ist doch schön. Nicht ganz. Ganz. Nein! Bleib auf der Strecke. Echt, das Texte mit dem Ding ist echt nervig, weil der reagiert einfach so spät. Am Boden. Warum springt jetzt Elnaf nicht rein? Oh. Ja, der Start, der war so gefailt gerade. Meine Damen und Herren, ich bin so lange kein FSX mehr geflogen, ich hab alles verloren. Ach, ich hab die Störklappen raus. Super. Ich denke, wieso beschleunigt das Ding nicht? Ich bin da schon fast am Ende. Ah, super. So, die Geschwindigkeit tun wir mal. Stefan, deine Geschwindigkeit? Aktuell bei 182 Knoten. Beschleunigst du noch? Mein Altitude. Tun wir mal, auf welche Höhe sollen wir das tun? Stefan, auf welche Höhe gehst du? Higher One. Ja, ich gehe auf 18.000. Was war denn das jetzt? Ich hab Schiss. Angeschrieben. Was macht mein Flugzeug? Ja, bei mir kam gerade Fire One. Ich hab Schiss, dass das Ding gleich hochfliegt. Ja, hochfliegen ist sehr gut. Aber nein, ich meine im Sinne von BUM! Irgendwie hat mein Flugzeug gerade eine Macke. So, dann rasten wir mal. Was macht mein Flugzeug? Fliegt nicht. Hä? Was zur Hölle macht das? So, und wir Sturzflug nach sehen, oben und danach Sturzflug dass wir nach total unten. In der Pampa gestartet sind. Und durch diese grauenhaften FSX-Standardtexturen wahrscheinlich auch weiterhin durch Pampa fliegen werden. Naja, egal. Der Autopilot gibt mir jetzt schon auf den Sack. Master Caution, Fuel, Auto Transfer Fault. Keine Ahnung, was er mir damit sagen will. Aber irgendwie irgendwas stimmt nicht mit meinem Learjet. Der ist nicht mehr so schnell wie vorher. Oh. Hey! Warte mal. Ich muss jetzt mal was ausprobieren. Ja, wir gehen, also da der Flug relativ kurz ist, gehen wir auch nur auf 18.000 Fuß. Ich zumindest. Aber die altbekannten Sachen sind immer was machbar. Machst du, Jonas? Ernsthaft? Ich musste mal testen, ob mein Learjet noch funktioniert wie vorher. Ja, oh mein Gott, der funktioniert nicht mehr. Er ist kaputt. Ja, ich weiß ja nicht, was die Techniker wieder gemacht haben. Thomas sollte hier nur das Triebwerk reparieren. Dann ist es wieder Thomas, der Arme. So. So, welche Höhe wollten wir nochmal? Ich raff das irgendwie nicht. 300. Baseball. Slash Punkt. Alter, meine Geschwindigkeit. Oh, gerade von 400 ist auf 150 abgebremst. So, Stefan, ich komm nochmal zu dir. Aber irgendwie habe ich noch irgendwie das Gefühl, ich hätte doch Klappen draußen. Fahrwerk ist drin, Klappen sind drin. Meine Piloten sind auch an Bord. Dafür nehmen wir irgendwie gefährlich immer die Nase nach oben. Erstmal gucken, wo du bist. Ich sehe dich nämlich gar nicht. Ich bin ja doch mal hier mit dem Trimmen. Ach, da oben, Alter. Ja, ich hab gerade schon rum. Wo kann man hier nochmal trimmen? Ach, Alter, mein Scheiße, Flugzeug. Ich hab ja die Pixel-Derbs runtergestellt. Fuck. Die Pixel? Ja. Ich glaube, ich habe jetzt 800 irgendwas mal. Bild. Oh. So, weiß nicht, was mein Flugzeug hier gerade macht. Das heißt nichts. Wir mal hier das da ausmachen. Alter, ich habe hier eine Pendelbewegung. Ich drück jetzt durch. Gut. Aber das kann's doch nicht sein, Mann. Ich drück meinen Joystick fast durch, Mann, damit ich auf einer Höhe bleibe. So, wir gehen jetzt mal auf die Suche des Vitrim. Ich nochmal meine. Das sind die Philips.
Irgendwie, das ist das einzige Schade an dem FSX. An dem FSX, an dem Learjet. Was denn? Hey, diese komischen Trim-Drehdinger. Okay. Ja, Jonas, ich zieh mal an dir vorbei. Ja, ich. Guck dir, guck mal, ich mache nichts. Mein Flugzeug, guck mal, was mein Flugzeug macht. Du machst null. Hä? Irgendwas hast du da falsch gemacht, ganz sicher. Ich hab nur einen FSX gestartet, den macht meine Tastatur rumgehämmert. Ja, das hättest du nicht machen dürfen. Aber das war doch, da habe ich ihn noch danach neu gestartet. Boah, ich drück jetzt durch, gottverdammte Kacke. Ja. Ja, für so ein großes Flugzeug ist die Strecke wohl wirklich ein bisschen kurz. Guck mal, ich bin neben dir fast. Ja, ich bin irgendwie gerade die ganze Zeit am Steigen und meine Wolken drehen sich wie Disco-Kugeln. Muss mal gucken, guck mal nach unten, senkrecht, unten ja, dir auch Wolken. Also aber so, sind, oder warte mal, ja, es sind halt keine kompletten 3D-Texturen, es sind halt nur... Bällchen, die drehen sich immer zu dir aus. Aber Moritz, wo bist du gerade hin? Warte mal, du bist rechts vorne auf 2 Uhr. Ach, da, ich seh dich. Hallo, hallo. Hm. Alter, wenn ich, sobald ich aufhöre zu drücken, nimmt mein Ding in die Nase nach oben, als ob es irgendwie Drogen genommen hätte. Stefan? Ja? Hast du denn T-Cas an? Heißt? Mach es aus. Warum? Ich bin noch gar nicht mit der Talon unterwegs. Nein, aber ich bin auch unterwegs. Und ein bisschen zu schnell. Warte, wo ist Stefan hin? Bei mir sagt er, die ganze Geschwindigkeit ist zu hoch, ja. Geschwindigkeit ist nicht mehr zu hoch, wir sind außerhalb. Ich sehe euch gar nicht mehr. Irgendwie, guck mal, ich lasse den Joystick los. Ich bin nämlich genau über dir. Stefan. Ja, genau, guck mal, ich ziehe da an dir vorbei. Ich hätte gar nichts. Oh! Da fuck. Wer bist du eigentlich? Ich bleibe jetzt ungefähr auf der Geschwindigkeit. Muss da gucken, wenn du mir wieder näher kommst, dann erhöhe ich noch ein bisschen. Seid ihr gerade? Ich muss mal gerade gucken, wo du überhaupt bist. Kann du fliegst gerade 90 Grad falsch. Ah, es sieht schon schön aus, so die Landschaft, hier, wenn es bergig ist und dann noch ein bisschen mit dem... Aber nicht bei 800 mal 900 Pixel. Ach, da hinten seid ihr. Warte mal, wo bist du? Da, okay. Zurück, Marsch, Marsch. Stefan, gib mal Gas hier. Oh ja. Wir hören mir das falsch eingestellt. Drücken Sie B. B bringt nichts. Ich hab Mach 6,3, dann verringere ich mal auf 6,0.